Was passiert eigentlich, wenn das 9-Euro-Ticket nicht mehr ist? Gibt es Pläne? Soll es weiterlaufen? Es gibt auf jeden Fall einige Informationen und wir versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Was passiert eigentlich nach dem 9-Euro-Ticket? Wen das interessiert, der bleibt besser dran. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ja, Leute, ihr werdet euch daran erinnern, am Anfang des Jahres gab es wirklich viele ungläubige Gesichter, als die Info kam, es soll wirklich ein 9-Euro-Ticket geben. Am Anfang wurde darüber spekuliert, vielleicht in der Region, zum Beispiel bei uns irgendwie im VRS oder in NRW oder auch in ganz Deutschland. Dann ist es soweit gekommen, tatsächlich ein 9-Euro-Ticket für die Regionalbahn in ganz Deutschland. Ein ziemlich krasses Angebot, das es so in Deutschland definitiv noch nicht gab. Juni, Juli, August waren geplant, also jetzt hier im Sommer. Und man muss sagen, ich denke mal, die meisten von euch werden es wahrscheinlich mal genutzt haben. Jetzt ist natürlich die große Frage, jetzt sind alle heiß gemacht auf dieses tolle Angebot. Doch was passiert eigentlich dann? Und es gibt definitiv viele, viele Stimmen, die das 9-Euro-Ticket so oder in einer ähnlichen Form gerne weiterführen wollten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Stimmen, die sagen, dass das Ganze so nicht finanzierbar ist. Und wir versuchen jetzt mal, die verschiedenen Meinungen und Standpunkte mal in einen Topf zu werfen und zu schauen, vor allen Dingen, was die Länder so vorhaben und dann daraus mal in die Zukunft zu blicken. Auch wenn es sich manchmal so anhört, tatsächlich sind die meisten gar nicht für eine richtige Weiterführung vom 9-Euro-Ticket, sondern für eine ähnliche Alternative. Die Grünen haben einen Vorschlag gemacht, der auf jeden Fall schon ein bisschen teurer ist als das 9-Euro-Ticket. Das ist nämlich das 29-49-Euro-Ticket. Beim 29-Euro-Ticket soll Deutschland in 8 verschiedene Zonen aufgeteilt werden. Holt man sich dann ein 29-Euro-Ticket, kann man dann in dieser einen Zone fahren. Das 49-Euro-Ticket wiederum soll dann quasi das klassische 9-Euro-Ticket sein, das heißt ein Ticket für die ganze Bundesrepublik. Finanzieren wollen die Grünen das zum Beispiel durch die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. Das Dienstwagenprivileg hat bisher dazu geführt, dass man steuerliche Vergünstigungen bekommt, wenn man einen Dienstwagen hat. Das würde dazu führen, dass Autos weniger subventioniert werden und gleichzeitig mehr Leute mit der Bahn fahren. Der zweite Vorschlag kommt vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmer. Dieser Verband verbindet 630 Unternehmen aus dem Personennahverkehr und Schienengüterverkehr. Die selbstgenannten Ziele sind Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung. Das würde ja tatsächlich schon irgendwie in ein Konzept eines 9-Euro-Tickets reinpassen. Das bedeutet, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer ist quasi ein Zusammenschluss aus all den Firmen, die uns den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen. Die haben die Idee eines 69-Euro-Tickets. Wie die jetzt auf 69 kommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall soll das, ja, das 9-Euro-Ticket eigentlich genau in der Form ablösen. Das heißt, man bezahlt 69 Euro und kann damit dann bundesweit mit Regionalbahnen durch die Gegend fahren. Natürlich auch mit U-Bahn, Straßenbahn, so wie es jetzt auch funktioniert. Eine kleine Einschränkung hierbei, die mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Das Ganze soll nicht direkt ein Monatsticket upgraden. Das bedeutet, man hat hier nochmal eine andere Version. Das war ja besonders praktisch jetzt hier, wenn man ein NRW-Ticket hat, zum Beispiel als Student, oder ein Monatsticket, mit dem man zur Arbeit fährt, dass hier das Ganze dann zu einem 9-Euro-Ticket aufgewertet wird. Das soll nach dem Vorschlag dieser Verkehrsunternehmer nicht so passieren. Ich weiß nicht genau, wie das dann umgesetzt wird, aber im Grunde ist das Ganze jetzt auch erstmal nur ein Vorschlag. Der Verband ist tatsächlich auch offiziell gewillt, das ab dem 1. September anzubieten. Es gibt nämlich wiederum andere Bereiche, die der Meinung sind, dass das eigentlich unmöglich ist. Der Verkehrsverbund VRR, also so Düsseldorf und Umgebung, ist nämlich der Meinung, dass das Ganze technisch überhaupt gar nicht umsetzbar wäre. Ganz konkret wird damit gemeint, dass eine Weiterführung des 9-Euro-Tickets zwar ginge, aber alles, was irgendwie anders wäre, wie zum Beispiel ein 49-Euro-Ticket oder ein 69-Euro-Ticket, technisch gar nicht umsetzbar wäre. Das würde nämlich 3 bis 6 Monate dauern. Beim 9-Euro-Ticket haben wir dann doch gesehen, dass es eigentlich wesentlich schneller ging. Und irgendwie hört sich das immer ein bisschen an, wie ob hier einfach sehr viel
rumgeheult wird und natürlich einfach so die typische deutsche Mentalität, alles muss irgendwie ein Jahr brauchen, einfach wieder rausgeholt wird. Und das finde ich tatsächlich ziemlich schade. Interessanterweise wären die Bundesländer größtenteils mit dabei und würden eine Weiterführung des 9-Euro-Tickets der klassischen Weise gerne mit unterstützen. Da gibt es wieder eine kleine Ausnahme und ihr könnt jetzt mal ganz kurz raten, welches Land das wohl sein könnte. Ja, genau. Uzaftis, es ist Bayern. Bayern möchte nämlich natürlich wieder irgendwie eine Sonderweißwurst haben, möchte gerne das Ganze nicht mitfinanzieren, wobei das aber auch gesagt wurde, als am Anfang das 9-Euro-Ticket eingeführt werden sollte. Und jetzt gibt Bayern trotzdem Geld mit dazu. Allerdings muss man sagen, dass Bayern zum Beispiel den Vorschlag unterstützen würde, ein 365-Euro-Ticket einzuführen, was ja durchaus auch nicht schlecht wäre. Und man kann sich natürlich auch nicht anders denken. Natürlich soll auch der Tankrabatt weitergeführt werden. Natürlich Bayern als eher Autofahrland und eher als konservatives Volk, würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen, unterstützt natürlich gerne nochmal das Fahren mit dem Verbrennungsmotor. Es freut mich auf jeden Fall, dass NRW jetzt zumindest eine recht gute Übergangslösung gefunden hat. Im Zeitraum September und Oktober, das heißt direkt nach der Abschaffung oder mutmaßlichen Abschaffung des 9-Euro-Tickets, wird es nämlich ein Upgrade geben für alle Leute, die ein Abo-Ticket haben. Das bedeutet Schülertickets, Jobtickets oder auch einfach normale Abo-Tickets, die man sich regulär irgendwie im Schalter gekauft hat, die werden am Wochenende zu ganzen NRW-Tickets. Außerdem kann man dann in den NRW-Herbstferien komplett mit diesen Abo-Tickets durch ganz NRW fahren. Das ist natürlich jetzt kein kompletter Ersatz für ein 9-Euro-Ticket, aber es ist immerhin irgendwie eine recht schöne Lösung. Kommen wir jetzt mal zu den Personen, die am Ende auch was zu sagen haben. Zum Beispiel Christian Lindner, dem Finanzminister. Der stört sich tatsächlich an der Gratis-Mentalität der Leute und ist definitiv gegen eine Fortführung eines 9-Euro- oder weiteren Billigtickets. Auf der anderen Seite gibt es unseren Verkehrsminister Volker Wissing, der auch bei der FDP ist, der eigentlich die Idee von einem ähnlichen 9-Euro-Ticket, zumindest günstigeren Ticket, gar nicht mal so schlecht findet. Allerdings betont er auch hier, dass es hier auch Schwierigkeiten bei der Finanzierung geben würde. Und das ist natürlich wieder ein Thema, das bei Christian Lindner liegt. Aber aus Volker Wissings Sicht ist das 9-Euro-Ticket ein Riesenerfolg. Und somit hat man vielleicht doch einen Hoffnungsschimmer, dass das Ganze vielleicht in Zukunft doch noch was werden könnte. Wie es also in Zukunft aussehen wird, das werden wir tatsächlich in 2 bis 3 Wochen erfahren. Das ist nicht mehr so lange hin. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Meinungen zu dem Thema und man hat auf jeden Fall einen Hoffnungsschimmer. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Chancen so hoch stehen, dass wir nach dem 9-Euro-Ticket ein weiterführendes Ticket haben. Ich bin davon ausgegangen, dass das wirklich eine einmalige Sache ist und danach wird das Ganze eingestampft. Aber einmal wurde jetzt quasi der Samen gesetzt und jetzt wird immer und immer mehr darüber diskutiert. Trotzdem bin ich persönlich gar nicht mal so ein super extremer Fan von dem 9-Euro-Ticket. Ich sehe natürlich die extremen Vorteile. Allerdings sehe ich auch, dass unsere Infrastruktur hier in Deutschland noch nicht so hundertprozentig gut ausgelegt ist auf diese Massen auf den Schienen. Bei uns vor der Tür in NRW werden für 14 Monate die S-Bahn ausgesetzt. Alle müssen in Regionalzüge rein und die sind dann natürlich dadurch nochmal überfüllter und natürlich dann nochmal aufgestockt mit Leuten, die halt jetzt das 9-Euro-Ticket haben. Deswegen wäre ich persönlich offen dafür, dass man erstmal 1-2 Jahre die Infrastruktur aufbaut und dann wieder ein richtig gutes, günstiges Ticket einführt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, dass wir eine Rieseninflation gerade haben und alles wird teurer. Und auch Christian Lindner will ja die Mittelschicht bzw. die Bürger Deutschlands gerne finanziell unterstützen. Und da wäre natürlich ein 9-Euro-Ticket nicht nur ein gutes Ding zur Nachhaltigkeit, sondern natürlich auch einfach eine gute Unterstützung für alle Leute, die jetzt durch die Inflation weniger Geld in der Tasche haben. Und selbstverständlich auch eine gute Alternative für Leute, die sich vielleicht auch einfach Benzin und Diesel nicht mehr leisten können.
Und für alle Leute, die kein Monatsticket haben oder des öfteren mal in verschiedenen Städten unterwegs sind, ist es auch einfach eine Riesenerleichterung durch den ganzen Tarifdschungel. Außerdem macht es natürlich das ganze Ticketsystem einheitlich und wesentlich übersichtlicher. Leute, was ist eure Meinung zum 9-Euro-Ticket? Was passiert ab September? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr solcher Videos hier haben wollt, gebt gerne mal einen Daumen nach oben und gebt uns Feedback über diese doch eher spekulative Folge. Und schaut gerne mal hier in dieses Video rein. Hier haben wir nämlich über das 9-Euro-Ticket gesprochen und es nochmal ganz viele nette Informationen. Ich würde mal sagen, Freunde, wir sehen uns, macht's gut und tschüsschen.